Yay! Steffi! Ja, Deine. hallo. Dein Quiz! Ich beantworte Oh. hier keine Frage! Ach Mann, du bist fies. Und wenn ich's doch verkacke, dann ist meine Erdkunde-Ehre nicht mehr Das ist gerettet. egal. Ja, Wir das ist fragen: klar. Von wem ist der Glöckner von Von Notre-Dame? Victor Hugo. Victor Hugo. Ein sehr schönes Werk. Nur die 30 Seiten über, am Anfang gleich über diese Stadt, die da war, das fand ich voll langweilig. Also Paris, wie das früher aussah. Ja, aber bestimmt, also ich fand es jetzt nicht so langweilig wie in dem komischen kurzen Buch von Siegfried Lenz, 115 Seiten, wo ich vergessen habe, wie das heißt, wo er von den 115 Seiten über 30 Seiten Angelpraktiken beschrieb und dann doch lieber, Ach du ja, Scheiße. grauenvoll. Das war aber bei Grass auch so Ah, schlimm mit ja, Unterröcken der aber nicht in so Großmutter. kurzen Büchern. Ich meine, wenn du ein Buch hast, was über 500 Seiten geht, dann ist es ja noch erträglich. Aber auf 115 Seiten und davon dann 30 so ein Scheiß, ne? Ach, Wobei ich grauenvoll. zugeben muss, ich bringe immer die Hauptprotagonistin aus Glöckner von Notre Dame durcheinander. Und zwar Ich weiß ich nie, ist das. mittele! Ist das die Esmeralda oder die Desdemona? Und ich glaube, es Der war die Esmeralda. Esmeralda ist Ja. der Glöckner von Notre Dame und Desdemona ist Othello. Genau, und das bringe ich ständig durcheinander, muss Sind ich wir nicht zugeben. toll und gebildet? Mein Gott, es geht weiter. Genau. Für die Autorin des Buches, deine Frage, Artem Schaukel gab es den Nobelpreis. Und ich weiß, du Ich magst habe sie nicht, aber davon nie gehört. ich auch nicht. Müsste Hertha Müller sein dann. Weil die anderen kenne ich. Wir gucken, ob das richtig ist. Ja, Ja, das war genau. Ausschlussverfahren. Okay, also ich weiß auch nicht, ob man sie lesen muss. Ja, ich habe sie Keine nicht Ahnung, kann gelesen. ich nichts sagen. Ich auch nicht. Der zerbrochene Ich mach Krug. den Kleist. Machen wir mal den Kleist. Genau. Hupla, ja, bin ich auch sehr Sehr mit schönes einverstanden. Werk. Habe ich meine Magisterarbeit drüber geschrieben. Wow, und Wallenstein ist Mach von Schiller. Da Unbesehen. kommt ja auch der tolle Spruch her, ich kenne meine Pappenheimer. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich mal Ehre retten hier. Robinson Crusoe ist von Daniel Defoe. Schon das Yeah! Zwölfte hat Gullivers Reisen geschrieben, was total cool ist. Das ist auch klasse, ja. Kafka. Ja, furchtbar eklig fies. Uah. Tolles Werk. Ganz klasse, aber eklig fies. Alles von Kafka. Große Gatsby. Das war, warte mal, jetzt muss ich überlegen, das müsste Fitzgerald gewesen sein, oder? Das war der F. Scott Fitzgerald. Ja, müsste er Wenn ich dein gewesen. Englisch korrigieren darf, bitte, Ja, gerne. Dankeschön. Ah, ja, Margaret Mead. Gott, was für ein Die hat Schinken. ja auch nur dieses eine Buch geschrieben, glaube ich, Ja, und die nicht ist, aber diese. das lag daran, dann hatte sie einen Autounfall, glaube ich, und ist Genau, ja. gestorben. Genau. Die ist, Sonst hätte ich sie glaube, mit wahrscheinlich noch ein paar 48 mehr oder Sachen geschrieben, die unter Garantie besser geworden wären als Shades of Grey und so Zeugs. Oh, mit Garantie. Dr. Ah. Chicago von. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich. Müsste. Also ich schwanke zwischen dem ersten und dem letzten, weil Tolstoi war es nicht. Darf ich aufklären? Ja, Der bitte, mach. Dritte hat die Hauptrolle im Film gespielt, aber Dr. Chicago ist von Pastor Schisternack Pasternak, oder ja, so. Ja, hätte Boris ich jetzt Pasternak. auch tendiert. Hätte ich jetzt tendiert. Genau. Klick ja nicht das Falsche Nein, an. ich bemühe mich. Gar nicht so schwer. So, Moby Dick. Melville. Yeah. Habe ich ja auch noch rumliegen und nie gelesen. Ich habe den Film gesehen, das hat mir gereicht. Ich habe das Buch auch nie gelesen. Den Film habe ich als Kind gesehen und daher, nee. Orwell. Das Yay! sind ja Pipifax-Fragen. Ach, Für sorry hier. uns ja, für andere nicht. Sagt Ja, uns muss mal, man kennen wir hier. möchten gerne wissen, Ist wie viele Dürremat Fragen hier. hättet ihr hier richtig beantwortet? Dürremat. Falsch, nein, richtig. Das ist ein, Falsch, nein. das finde ich so ein grandioses Buch übrigens, muss ich sagen, der Besuch der alten Dame. Ja, das ist super. Das Klasse. ist herrlich So, ironisch halt. dieser Rachegedanke, auch damals aus der Zeit, in der es geschrieben wurde, Genial, ja. ne? Fand ich einfach klasse.
Wer das nicht kennt, lesen lohnt. Febris, oh Ja, Gott. Fontane natürlich. Ja, wer sonst? Ein Verführungsroman. Genau, guckt auf den Sprachgewalten, was das ist, und dann seid ihr Ich schlauer. mag das. Also, Effi. Toll, so, endlich kommt er mal hier. Na, wundervoll, ist das nicht schön? Endlich kommt er mal. Ja, richtig. Und dann noch den Sauer. Da ist der Thomas, Mann. Der mit den vielen Schachtelsätzen. Ja, oh Gott, ja, der hatte ein geiles Latinum, Furchtbar. glaube ich. Das war noch das Geprägte von Latein, ne? Ja, Da haben die auch so absolut. geschrieben. Hier, guck mal. Steffi, du hast deine Wow! Ehre gerettet. Ja! Bravo! Yay! Geografie ist Du vergessen. hast ja auch Germanistik studiert. Ja, aber das ist nicht vom Studium hier. Das ist eher so Nein, eigenes weil, also Interesse. das hätte ich auch alles gewusst und ich habe keine Germanistik studiert. Eben, genau. Also das hängt nur eher vom Interesse ab, denke ich. Genau. Also Und es wer, waren auch leichte Fragen, also. fand ich auch, also wer gerne liest, der kennt die Werke, selbst wenn er sie nicht gelesen hat, hat mal davon gehört und weiß darüber. Sollte man auch, Also finde ich sag auch, ich jetzt. sage ich auch, das ist einfach, ich habe ja jetzt auch keine Germanistik studiert, aber ich finde, das ist Allgemeinbildung. Ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt in Bezug auf Literatur, fragt jederzeit Marlene. Nein. Marlene kennt nämlich selbst Dänischek und Nein. Theodor. Ja, aber Marlene kennt nein, sie. aber dann fragt lieber Steffi oder geht auf die Sprachgewalten, das ist noch viel, viel besser. Und jetzt ist so langsam Quizende, aber eins Schönes haben wir noch für euch und das Juhu! sehen wir dann gleich im Anschluss. Genau. Bis dann, macht's gut.